Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Dead by Daylight und wieder in... Nee, Moment. Das ist nicht gut gewesen. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Moment. Ich lass das jetzt. Mal einfach nochmal. Also, hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Dabei sind wieder Luna, Pada und Shivas Tochter. Und ich bin diesmal wieder der Killer. Juhu. Hallo. Juhu. So. Achso, ich muss noch fertig. Sorry, ich bin der Entschuldige. Nicht dran gedacht. Ich habe mir den Geist ausgesucht, weil der gruselig ist und sich unsichtbar machen kann. Ja, und der sieht wirklich von allen drei Gesichtern aus. Du willst nur gewinnen, gib's zu. Ja. Ja, ich will gewinnen. Obwohl der Kettensäge-Typ auch ziemlich krass ist, würde ich sagen. Ja. Also, die Kettensäge ist schon nicht zu unterschätzen, wenn man die gut einsetzt. Aber den Geist will ich auch nochmal spielen. Aber das, mit dem Einsetzen ist halt das Problem, weil du halt nicht wirklich Kontrolle hast, wenn er einmal losrennt. Schon wieder der Schrottplatz, warum kriegen wir nicht was scheiß Kornfeld? Ich weiß auch nicht. Ja, stimmt. Das Kornfeld kommt echt am seltensten. Let's go. GG, good luck, have fun. Boah, der gleitet so über den Boden, habe ich das Gefühl. Der ist total schön. Ist ja auch ein Geist. Ach so. Nee. Hallöchen. Bisschen rumfummeln hier, nicht? Oh oh. Oh oh. Wie war's hier? Oh oh. Du bist der Killer. Oh oh. Oh nein. Wo seid ihr? Oh oh, macht sie die ganze Zeit. Ja, ja, die ganze Zeit. Oh oh. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Oh oh. Oh oh. Ich habe wirklich noch niemanden gesehen, gebe ich jetzt mal ganz ehrlich zu. Das ist gut. Für uns. Wirklich. So, wir fummeln hier weiter rum. Mhm. Schon ganz geil. Ganz angenehm. Oh, Leute! Wo seid ihr? Ja. Juhu! Nice! Gut gemacht. Verdammt! Wo seid ihr? Auf dem Schrottplatz. Könnt ihr mir doch nicht antun. Ja. Wir sind auf dem Spielplatz. Wir schubsen Kinder von der Schaukel. Bei der Partyrutsche. Oh, hier ist der tatsächlich schon am Laufen, ey. Kann ja, ja wohl nicht wahr sein. Einen haben wir schon, gell? Ja. Hast du dich gar nicht unsichtbar gemacht, sag mal? Ich habe gar keine Glöckchen gehört bisher. Nee, bisher nicht. Wenn du dich unsichtbar machst, bist du schneller, ne? Ach so, okay. Und einiges, also 25%. Siehst du dann... ich muss das halten. Genau, gedrückt halten. Siehst du dann die anderen, by the way? Du siehst immer noch, wenn du unsichtbar bist, siehst du immer noch die Leute. Okay, das finde ich. Man sieht halt wirklich nur so einen leichten Schimmer von dir. Das heißt, man sieht dich zwar, aber halt sehr viel schlechter. Okay. Aber du bist wesentlich schneller zu Fuß auch. Das heißt, du kannst schnell die Gegend abgrasen und dann nebenbei halt wieder aktivieren. Aber während du die Glocke schwingst, bist du sehr viel langsamer auch. Das heißt, du musst... So, nächstes aktiv. Oh Mann! Sehr gut! Was ist da los? Was ist da denn los? Was ist hier nur los? Hat sich der Pader gerade eingepullert? Nee. Ja. Alles gut! Halt! Wie kann ich ihn zuschlagen mit dem? Weiß ich nicht. Linke Maus, du musst dich aber erstmal wieder entglocken, ne? Du musst wenn du unsichtbar bist, geht das nicht. Oh. Deswegen finde ich den gar nicht mal so gut. Oh. Wo ist denn hier die nächste? Rennt er noch hinter dir her? Ja. Oh Scheiße, der ist ja langsam. Also ich finde den Fallensteller ehrlich gesagt am besten. Weil der kann auch die Spuren auf dem Boden nachverfolgen. Ich weiß nicht, ob es alle können oder nur der Fallensteller, aber im Fallensteller weiß ich definitiv. Das war auch nicht nett hier. Wieso renne ich eigentlich automatisch immer zu den Generatoren, die schon aktiv sind? Ja, ich irgendwie gefühlt auch. Ich guck mal, ob ich jetzt einen finde. Ich glaube aber, ich bin schon in der Nähe eines nächsten Generators. Ich glaube aber, ich finde auch eine Kiste. Hab dich aus dem Blick verloren. Das ist gut. Kinder, hier ist noch eine Kiste. Das ist ja dann gar nicht so toll mit dem Unsichtbarwerden. Ich finde das gar nicht so super. Ich finde es auch nicht so super. Vor allem hört man dich. Ich fand das voll toll. Hm. Ich finde, das gibt einen großen Nachteil. Toll, kriege ich jetzt irgendwie noch, ich habe irgendwie nur ein Kit. Kann man nicht mehrere Sachen mit sich rumschleppen? Nee. Du kannst immer nur eine Sache mit dir. Das wäre aber richtig OP. Das wäre doch geil. Mehrere. Ach, hier schon, guck mal. Und wir wursten hier wieder, wa? Da bist du jetzt schon wieder. Hallöchen, ich stalke dich. Scheiße. Nein! Bei euch? Ja, ihr habt das direkt gesehen, wie wir da wursten waren. Jetzt wurst ihr da.
Du bist schuld, Luna. Ich kann doch nichts dafür. Weil du mitwursten wolltest. Ich kann halt meine Finger nicht ruhig halten. Übrigens, heilt euch mal gegenseitig, wenn ihr bei euch in der Nähe seid. Ja, klar. Wenn. Okay, ja, kriegt sie schon. Ah. Erika, wann? Wiggeln. Wiggel, wiggel, wiggel. Wiggel, wiggel, wiggel. Wiggeln. Luna, kümmerst du dich drum? Weil ich bin ziemlich weit weg. Oh. Ich versuch's irgendwie. Oh, ist das weit weg, der blöde Posten oder wie das Ding heißt. Komm schon. Hi. Ich wiggel doch schon so schnell. Ja. Was? Ach. Hast du dich gewiggelt? Wir standen doch gerade drunter. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Ach. So, da finger ich hier mal an einem anderen Gerät rum. So, next. Okay. Du heute nicht dein Tag, was, Nessie? Nee, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist ein, ich komme mit dem Geist aber auch nicht zurecht, ist wirklich so. So. Oh, ich höre die ganze Zeit das Blockieren, das macht mich wahnsinnig. Leben alle noch, gell? Ihr habt euch geheilt, das ist sehr gut. Ja, und ich bin gleich mit dem nächsten Apparat fertig. Oder nicht? Also mit dem letzten quasi. Ja, je nachdem, wie schnell ich jetzt hier noch alles verkacke oder nicht. Okay, dann suche ich mir okay, mal auch eine Kiste und gucke mal, ob ich mich heilen kann. Ich verliere eine Menge Blut. Eine Menge Blut. Und hinterlasse eine Spur. Hm. Ja, ganz praktisch. Mhm. Aber leider sehe ich nix. Erstmal weg von Nessie. Nein, wo? Bin ja, so weg halt. Nein! Kommt doch zu mir! Bitte! Und gleich macht's Pain. Luna, wie sieht's aus? 3, 2, 1 und fertig. Nice. Ja. Oh mein Gott! Nein! Ich höre die Glocke! Nein! Ich! Leute, kommt zu mir, ist offen! Was? Du hast schon offen? Ja. Wo denn? Gleich, links oder rechts oder hinten oder vorne? Drei. Da wo ich bin, Mann, du siehst mich doch. Ich bin tot. Jetzt. Offen. Scheiß drauf. Ich bin verletzt. Rennt euer Leben. Shiva, komm zu mir. Ich krieg ja gewiggelt noch. Komm ja. Wiggle. Nein, ich komm dort nicht, ich hab auch offen. Dann rennt einfach raus. Ja, dann haut doch ab. Ich bin schon raus. Ich hab wenigstens einen. Tut mir leid, ja. Luna. Ist nicht so schlimm. Scheiß drauf. Shit! So. Und ihr seid weg schon? Ich bin weg, ja. Aber Pada noch nicht. Doch, ich bin auch weg. Toll, nee, das steht Luna da aber voll so in den Stich gelassen. Da steht, du wärst noch da. Nein. Eieiei. Nein! Was passiert? Hast du ihn gerettet? Nein. Oh Mann, ihr verwirrt mich. Oh, wartet, ich kann ja noch zuschauen. Ich warte jetzt einfach hier. Bist du auch verletzt? Ja. Warte mal, ich heil dich. Niemand wurde zurückgelassen hier. Aber beide, nee, es gibt ja noch einen anderen beide Ausgänge sind jetzt offen, ne? Vergiss das nicht. Ich hab Luna, den anderen angemacht. Können, aber ich hab's für dich getan. Oh, Baby. Wir sind auch Zwillinge, wir haben dieselben Klamotten an. Genau. Habt ihr gehört, Jungs? Beide Ausgänge sind offen. Okay, ja. Passt auf. Drin. Das gibt's doch nicht! Lauf, Luna! Lauf! Ja, ich tue es ja schon! Aufteilen. Wir müssen uns aufteilen wieder. Ah, Schatz, lauf, Mensch. Luna! Ich finde den Ausgang aber auch nicht. Du musst wiggeln! Da, oh! Daneben! Was? Lauf zum Ausgang! Nein. Nicht mir den Weg versperren! Entschuldigung! Ich dachte, der Mörder wäre hinter mir! Lauf, das schaffen wir! Nein! Nein! Pada, los! Ja! Yeah. Ich bin schon mal draußen! Ja! Yeah. Alter, das ist geil! Jetzt hätte ich aber gekitzelt, oh mein Gott! Eine schmachvolle Niederlage! Das war echt krass, also die schnellste Runde, die wir jemals hatten, glaube ich. Ja, und ich habe dich noch geholt, ey, obwohl ich schon hätte fliehen können. Oh, so schlecht! Uiuiuiui, ey! Geil, aber sehr danke! Geil. Mensch, siehst du, du hast es ja trotzdem noch geschafft und du kriegst deswegen auch mehr Punkte. Ja.
Kannst du mal sehen, Kink. Oh, stimmt. Karma, krass. Leute, Karma. Karma, ey. Karma zahlt sich immer aus. Karma. Ach, du bist ja auch Rang 19, ne? Krass. Alle anderen 20? Keine Ahnung, was das bedeutet. Dann hast du schon so gespielt? Weil du levelst ja auch beim Spiel. Ja. Das hat man, ich glaube, von der Beta noch. Weiß ich gar nicht, was das bedeuten hat. Egal. I don't know. Aber war eine kurze, lustige, aber das sehr, war doch sehr, sehr interessante Runde. Ja. Oh Mann, ey. Ich bin genauso schlecht, oder? Mal. Alles zumindest gut. Mit dem Geist. Mit dem Kettensägenmann. Eigentlich mit allen. Gut. Okay, dann. Wie immer, okay. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Schönen Abend. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüssi.